ihr Lieben, es ist Mitte November und ich möchte euch auf einen kleinen Ernterundgang mitnehmen und euch zeigen, was bei uns im Garten noch so wächst. Heute möchte ich mal meinen Kurkuma und Ingwer ernten. Die habe ich ja dieses Jahr in Kübeln kultiviert. Ja, und da nehme ich euch einfach mal mit. Gepflanzt habe ich die am 11.3. und am 10.3. Ich hatte verschiedene Sorten vom Ingwer, aber das ist leider so verwaschen, dass man nicht mehr erkennen kann, was es jetzt ist. Also, es ist Ingwer. Als erstes lichte ich mal ein bisschen das Grün hier oben. Boah, das duftet schon, das ist echt fantastisch. Wir haben jetzt hier extra eine Plane ausgelegt, einfach damit wir nachher die Erde wieder zurück in die Kübel packen können, damit wir es leichter haben. Das ist ja schon vielversprechend. Ich drehe euch das einmal. Das sieht doch schon recht gut aus. Also vom Wurzelbild würde ich sagen, das ist jetzt der japanische Ingwer. Der war beim Pflanzen auch so. Ich habe den ehrlich gesagt noch nicht probiert. Werde das aber jetzt in den nächsten Tagen mal machen und werde euch dann in einem der folgenden Videos sagen, wie der jetzt im Vergleich zum normalen Ingwer ist. Weiter geht's mit dem nächsten Kübel. Hier ist gar nicht so viel Grün mehr dran. Ist schon alles verwelkt, wie ihr seht. Guck mal, ob da überhaupt was drin ist. Ja! Guck mal. Wow, klasse. Guckt mal hier. Ich spüle das gleich nochmal und dann zeige ich euch das nochmal. Ja, weiter geht's mit dem Kurkuma. Auch am 10.3. gesteckt. Da hatte ich euch im Livestream die kleinen Knollen gezeigt, wie ich die bewurzelt hatte. Ich verlinke euch das mal oben. Und wie es aussieht, ist hier auch noch eine Jakon reingewandert. Also, wie man an den Blättern sieht. Gucken wir mal, was wir jetzt rausholen können. Auch hier schneide ich erst wieder das Grün ab. Also das ist Jakon. Okay.
Hier sieht man schon eine Yakon. Also die Yakon da drin war nicht geplant. Ich benutze halt meine Erden immer wieder. Ich weiß nicht, ob irgendwo noch ein kleines Teilstück drin war. Aber wenn, dann hat es alleine überwintert. Das ist also Yakon. Aber so eine Ernte, wo man nicht mit rechnet, ist ja auch mal schön. Hier seht ihr, die sind noch viel heller als die, die man so aus dem Geschäft kennt. Ich denke, das war das Stück, was ich eingebuddelt habe. Und im Vergleich, ihr seht, das ist viel dunkler als das Frische hier. Das hier war ein Test von mir. Ich habe im August nochmal Zucchini und Kürbis ausgesät und wollte einfach mal gucken, wie die Pflanzen sich dann verhalten. Ihr seht, die haben richtig doll Mehltau bekommen. Aber die produzieren tatsächlich noch Früchte. Auch hier oben und da. Der Kürbis, ich gehe mal rüber. Der Kürbis setzt auch noch kleine Früchte an. Das wird natürlich jetzt nichts mehr, aber ich wollte einfach mal gucken, wie spät man Zucchini oder Kürbis anpflanzen kann. So, im Hochbeet steht noch Petersilie, ein paar Möhren, Sellerie, Porree oder Lauch. Wurzelpetersilie und ein bisschen Salat. Der Knoblauch ist dieses Jahr in Hochbeet Nummer 5 eingezogen und kommt auch schon ganz gut. Das Tomatenhaus ist soweit abgeräumt, aber wie ihr seht, die mexikanische Honigtomate liefert immer noch. Die Früchte sind nicht mehr ganz so aromatisch wie im Sommer, aber man kann sie durchaus essen. Zu den Tomaten hatte ich ja verschiedene andere Sachen gepflanzt. Und hier seht ihr, dass die Kapuzinerkresse noch ganz schön blüht. Hier haben wir Hochbeet Nummer 4. Da habe ich noch mal Möhren, Radieschen, Feldsalat, Spinat und noch mal Möhren ausgesät. Ja, und wie ihr seht, kommt das ganz gut. Hochbeet Nummer 3 schwenke ich auch direkt rüber. Stehen jetzt nur noch ein paar Tagetes. Und halt die Kossenmähen blühen noch schön. Die herrlichen Astern, die hier drin standen, sind jetzt auch hinüber. Aber ich habe ganz viel Saatgut gesammelt und getrocknet, damit ich nächstes Jahr auch wieder so eine Blütenpracht habe. Von dem neuen Basilikum habe ich mir auch Stecklinge gemacht und die drinnen bewurzelt. Das geht super in Perliten. Ja, und ich bin begeistert, wie schnell das geht. Den Thymian habe ich soweit zurückgeschnitten und getrocknet. Den Rosmarin schneide ich nicht so doll zurück. Den habe ich ja an vielen verschiedenen Stellen dieses Jahr hier eingesetzt. Und den lasse ich einfach mal in Ruhe. Und da hinten blüht noch ganz toll der Ananassalbei.
seht die roten Blüten. Und wer putzt sich denn da im Hintergrund? Der Chili. Hier im Hochbeet Nummer 2 wachsen Salate und noch die letzten Paprika und Chili. Teilweise habe ich die ja reingeholt, um davon Stecklinge zu schneiden. Hochbeet Nummer 1 fülle ich gerade auf. Hier unten im Beet steht nochmal Sellerie. Daneben Tagetes und wo die Kartoffeln standen, habe ich jetzt teilweise Kohl gesetzt. Und die Tauben haben ihn so dermaßen zugerichtet, dass ich jetzt das Zelt drüber gesetzt habe, einfach zum Schutz. Mal gucken, ob der sich jetzt nochmal bekrabbelt und erholt. Ansonsten kriegt er nächstes Jahr direkt ein Netz. Auch hier weiter hinten nochmal Tagetes, Cosmea. Und dann auch mal noch mal eine Jakon vor dem Flieder. Auch hier im ehemaligen Zucchini-Beet noch mal Kosmeen. Die Sonnenblumen haben es schon hinter sich, aber ich habe die dieses Jahr einfach mal stehen lassen. Und wenn ihr genau hinguckt, die Vögel waren da schon fleißig zugange und haben sich Kerne rausgenommen. Ich habe teilweise jetzt welche weggemacht, die komplett leer gefressen waren. Ja, auch hier nochmal Physalis. Ihr seht, die hängen noch dick voll. Seht ganz viele Lampions, Blüten gibt es auch noch. Das wird natürlich jetzt nicht mehr reif. Dann haben wir hier auch noch mal eine Jakon. Ja, und hier unten habe ich schon wie wild die Pepinos ausgemacht. Die haben dieses Jahr nur 2 Früchte getragen, aber haben wirklich richtig viel an Blattmasse gebildet. Und da habe ich mir jetzt einiges an Stecklingen von gemacht. Ich hoffe, dass die schön bewurzeln und dann probiere ich das auch im nächsten Jahr noch mal wieder. Ja, und der Topinambur ist jetzt leider auch verblüht. Hat so ein bisschen was Gespenstisches. Aber der war wirklich herrlich, als er geblüht hat. Also wenn ihr Topinambur nicht mögt, pflanzt ihn einfach wegen der tollen Blüte an. Ja, auch hier haben wir ganz spät nochmal ausgesät. Da war es eigentlich zu heiß, da hatten die Samen etwas Probleme aufzugehen, aber ihr seht, der Amaranth blüht noch schön, Kosmeen haben es geschafft, Kapuzinerkresse auch, die Malve, der Borage natürlich, ja, Ringelblume gibt es auch noch. Und der Borage hat es natürlich auch neben einigen Kräutern noch mal geschafft. So, auch hier noch mal eine von den ganz spät ausgesäten Zucchini einfach an anderer Stelle. Ihr seht, auch die bilden jetzt noch Früchte. Was für mich heißt, es gibt eigentlich fast keinen zu späten Zeitpunkt für Zucchini. Man kann die den ganzen Sommer nachsehen. Ja, ihr seht, hier gibt es noch einiges zu ernten oder auch zu sehen. Es ist 16 Grad Mitte November, das ist der Wahnsinn. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Über eure Kommentare freue ich mich auch immer ganz besonders. Ihr wisst, ich beantworte fast alles. Ja, dann würde ich sagen, bis bald. Ciao.